Aber die Arme tut mir ja leid. So, meine lieben Damen und Herren. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Problem. Ich brauche sowieso erstmal. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Und ich will nichts mehr hören. Schönen Tag, Herr Professor Black eigentlich. Da bin ich einfach durch den durchgerannt. Hoch hinaus. Es geht hoch hinaus. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia nur noch ein Koboldstein. Ach schön. Das ist doch mal entspannt. Ein paar Steine sammeln, während man durch Hogwarts rennt. Ein bisschen Leggy rennt. Jetzt wiederum nicht. Merkwürdig. Das Spiel ist manchmal ein bisschen merkwürdig. 5 von 6 Zenobia-Steinen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia-Steine. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Ich glaube, immer wenn Kehre zurücksteht, dann ist eigentlich vorbei, oder? Aber wir kehren mal direkt zu ihr zurück. Welches Feuer ist besser? Ich bin mir immer nicht sicher. Geh mal hier hin. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit weg. Hier war sie, wa? Ja. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Na klar, Zenobia. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ja. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Ich wünsche dir Glück. So. Kugel Violett. 180 EP. Ja. Wo ist denn noch Kehre zurück? Kehre zu Perry Pippin zurück. Es ist nicht hier. Es ist in Hogsmeade. Naja, komm. Auf geht's nach Hogsmeade. Auf geht's nach Hogsmeade. Oh. Mit Kamera. Ich laufe in die falsche Richtung. Kann ich nicht hier hoch?
Konnten Sie schon diese Freundin von mir von diesem ehemaligen Freund abholen? Mhm. Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Gern. Ich bin echt froh, sie los zu sein. Ich werde Gallionen über Gallionen machen. Und Lolly geht derweil unter. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkus. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn er das nächste Mal in den Keller geht. So. Weiter geht's. Kann man hier irgendwie sortieren? Das ist doch wieder irgendwie... Wo ist das? Oh doch, ist hier gut. Harry Pippen war der Laden. Ich hab sie gesehen. Der Tränkeladen. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Okay. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Kein Problem. Ich habe mich darum gekümmert. Das höre ich gern. Und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Pippin. Wir sind gleichfalls. Nicht so. Wenn man sich nicht selbst mit dieser Hexe herumschlagen muss, nimmt man gerne die Kosten in Kauf. Übrigens habe ich dieses Buch mit Trankrezepten in Keenbridge gefunden. Wäre das nützlich für Sie? Ist das Fatimas Rezeptbuch? Sie sollten es behalten. Fatima verdient es nicht. Das weiß ich zu schätzen, aber Sie müssen noch viel über den Respekt vor dem Eigentum anderer lernen. Manche Dinge sind unter Zaubertrankbrauern heilig. Ich bringe es ihr sofort zurück. Das war jetzt eigentlich die falsche Antwort, oder? Ein Talentpunkt. Wie kann ich heute behilflich sein? Doch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Doch. Bis bald. Bevor ich es vergesse. Wie ich höre, haben Sie im Wald einen kleinen Schatz gefunden. Ich war nie ein Freund von Abenteuern. Was für ein Schatz. Wovon hat er gerade geredet? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Hat gerade ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, was er gesagt hat. So. Aufträge. Bericht erstatten ist doch auch abgeschlossen, oder? Uiuiui, Weltkarte. Okay. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Mrs. Sprottle. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Die armen Kunden trauen sich gar nicht rauszugehen. Madame Beaumont? Ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Bardolph? Was wissen Sie über meinen Bruder? Leider wurde Bardolph in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt Sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolph gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Nein. Nein. Das kann nicht sein. War das jetzt so schlau von mir? Tut mir leid,
dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolph! Bardolph! Du noch mit mir reden? Mein lieber, lieber Bruder! Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Es war schwer und sie haben sich gewehrt, aber ich hab's geschafft. Ach, ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Bardolph getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Alles klar. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Ranrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Ich sollte jetzt gehen. Danke. Okay. Haben wir das? Danke vielmals. Wirklich. Sehr gerne. Ich habe nichts gemacht. Lagerabbruch. So. Haben wir das auch erledigt? Mensch, wie viel wir eigentlich so zwischendurch schon erledigt haben. Das noch nicht. Das noch nicht. No. Ist zwar nicht abgeschlossen, aber ist gleich hier. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Brodle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brodle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Was? Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Mhm. Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von Ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Merkwürdig. Danke, Mrs. Brodle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Okay. Gut, machen wir aber jetzt noch nicht. Ich wollte sie nur mal kurz anlabern.
Wo ist sie? Auch in Hogwarts. Dann ist okay. Da. Könnte passen von der Höhe, oder? Ich weiß es immer nicht. Mhm. Was haben Sie jetzt vor? Ich möchte bitte nach draußen. Hallo, Adelaide. Ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt, nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Was? Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich... Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Ich bin der Abenteuerlustigste. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Sehr gerne. Onkel Roland würde nie weggehen, ohne Bescheid zu sagen. Denkst du? Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Genial! Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Hallo. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Ja. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Sicher. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Klingt ja wie die... Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Sind's Wenn auch. Du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Na komm, das machen wir jetzt. Das sind ja die Schlüsse aus Stein der Weisen. Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr besorgt. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Brockborough, am Fluss vorbei. Darum kümmere ich mich gerade nicht. Wir sind bei fliegenden Schlüsseln. Oh, noch, ja.
Boah, wie weit denn noch? Alter Schwede. Alter Schwede. Übertreib doch nicht mit der Strecke. Was ein idealischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Ach, ich muss den jetzt verfolgen? Wo ist er? Da ist er. Wieder mal auf Abenteuertour? Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Was? Wunderbar. Boah. Hohohoho. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nell etwas damit anfangen. Erwischt, hab ich so. Erwischt. Aber konzentriert jetzt. Hohoho. Also ich muss ja wieder ganz nach unten, dann. Ist aber schwer gewesen, also. Ey, du. Würdest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo, Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Mhm. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erleben. Dann legen wir das mal in die Haustruhe. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur. Ich sollte das erledigen und die Hufflepuff-Haustruhe finden. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 noch. Es steht ja auch da. Toll. Gut, nee, das ist natürlich dann doof. Das müssen wir noch machen. Boah. Viel. Ta-ta-ta-ta. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Zauberübungen hier wieder. Sprich mit Lucan Brattleby. Hallo Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Ja, klar. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Nein. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Teile doch nicht meinen Sieg. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Meisterschaftsrunde. Durchbrecherische. Ja. Ja, ist okay.
Und Ringo. Jetzt wollen sie es wissen. Protego. Stufe. Bombarda. Vignoso. Kannst du noch besser? Defulso. Stufe. Protego. Stufe. Was? Hab ich nicht gesehen. Nochmal. Oh. In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. So schwer ist es gar nicht, Mann. Ja, ich weiß. Protek, Stufe. Konfringo. Stufe. Defulso. Bombarde. Die bewegen sich nicht. Ey, ich war noch nicht fertig. Ey. Bombarda. Ich würde mal sagen, wie die da die ganze Zeit. Yeah! Woo! Passiert zwar nichts mehr, aber. Yeah! Woo! Bombarde! Levioso. Confringo. Lazio. Bombarda. Dann halt so, was, wenn er nicht kämpfen will. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Jo. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Aber sicher doch. Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Mhm. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Jut. Na gut, dann muss ich die aber erstmal ausrüsten. Was will der von mir? Der will den haben. Der will den haben, ja. Und wahrscheinlich den, wa? Denke ich mal. So. Gut so. Was? Da unten steht, was ich machen soll, und oben wird es mir aber nochmal angezeigt. Verstehe.
Akio. Incendio. Sehr gut gemacht. Akio. Incendio. Legnoso. Der wird das relativ langsam machen. Akio. Incendio. Legnoso. Akio. Incendio. Sehr schön. Noch eine Runde? Nee. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiterübst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben. Hast du nicht noch eine Übung für mich? Hallo? Nicht. Fingerlose Mahagoni-farbene Handschuhe. Boah, wie cool. Oh, wie süß! Oh, wie süß! Love's in the air. Oh Gott, ich liebe es. Oh Gott, ich liebe es. Gott. Schön. Ist wirklich schön. Muss man ja sagen. Ist wirklich, wirklich schön. Ist nicht so schön. Muss ich die eigentlich mit dem Besen machen? Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh noch weniger als nix. So. Haben wir das auch? Dann. Immer noch so viel. Das. Ich will mal gucken, wie viel wir haben. Weil Alohomora Stufe 2 zu erlernen, wäre schon gar nicht mal so schlecht. Muss man ja einfach mal sagen. Hogwarts. Dahin. Nein. Dahin. Dahin. Sollte passen, oder? Denke ich jetzt einfach mal. Clever. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich wusste, auf Sie ist Verlass. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie Alohomora besser wirken. Alohomora. Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Das ist ja das Gruselige. Du stehst doch rund um die Uhr hier. In Hogsmeade und, ob Sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern.
Ach, mein Peiniger ist wirklich gründlich. Er hält mich jetzt schon eine Ewigkeit von all meinen Verpflichtungen ab. Ich schaue mich weiter nach Demigai-Statuen um und bringe ihnen mehr Monde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. 4 von 9. Mist. Das ist nicht so doll. Revelio. Barufio Porträt. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Barufio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Ach so, ich dachte, die reden von dem Büffel. Revelio. Gut. Revelio. So ein Spaß. Oh. Da sind zwei. Da sind zwei. Das ist doch hier bestimmt. Das ist hier. Gryffindor-Gemälde, oder? Porträt der fetten Dame. Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor-Gemeinschaftsraum, ja. Und fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den anderen Porträts umherwandern und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Da unten ist auch noch eine... Ich muss hier rein. 3 Statuen. Das ist ja da, wo wir vorher drin waren, aber... Revelio. Aber die meisten konnten wir nicht ran, ne? Also jetzt zum Beispiel ich. Hier ist eine drin. Nein, das sind ja bloß Schlösser. Nicht doof. Oh, hier ist Schlüsselding. Ey, du. War doch klar, dass du nach unten bist. Ja. Haben wir nochmal so eine Hausmarke? Revelio. War hier sonst noch irgendwas? Die Schlösser, die aber nicht aufgehen. Das würde aufgehen, aber ich glaube, da waren wir schon drin. Boris der Bekloppte. Diese Statue eines verloren dreinblickenden Zauberers, der als Boris der Bekloppte bekannt ist, verwirrt die Schüler von Hogwarts seit Ewigkeiten. Kommt er oder geht er gerade? Steht er am Anfang einer Reise oder am Ende? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Hier ist ja noch so ein Ding. Revelio.
hinten ist die, der Schlüssel. Jawolla. Auf den Dreh raus. Bin mal gespannt, was in der großen Schatztruhe dann ist.